In der heutigen Folge zeige ich euch eine ganz schnelle und ganz leckere Marinade zu frischen Kalamari. Wir machen heute frische Kalamari in einer leckeren Marinade. Dazu haben wir hier oben die frischen Kalamari. Die sind jetzt küchenfertig, habe ich selbst gemacht. Könnt natürlich auch frische kaufen, das geht natürlich auch. Da oben zeige ich euch jetzt mal, wie man diese küchenfertig macht. Schnappen wir uns dann später und jetzt die Marinade, Petersilie, Knoblauch, Pfeffer, Salz, Olivenöl und eine Bio-Zitrone. Wie immer gilt alle Zutaten unten in der Beschreibung. Jetzt schieben wir mal die Kalamari zur Seite, nehmen uns eine Schüssel, die geben wir nämlich jetzt da dort hinein, die Kalamari. Und werden jetzt Knoblauch und Petersilie klein schneiden. Tada, so schnell sollte es immer gehen. Und dann schneiden wir jetzt noch die Zitrone auf, denn wir werden den Saft einer halben Zitrone nehmen. Die ist jetzt hier relativ üppig groß. Das reicht dann auch für unsere Kalamari. Wir geben den Knoblauch in unsere Schüssel. Das allermeiste der Petersilie. Ich nehme vorweg, ein bisschen lassen wir übrig später für ja, unser Topping. Deswegen soll das jetzt mal da so liegen bleiben. So schaut es jetzt aus. Ebenso geben wir das allermeiste unseres hier in dem Fall nativen Olivenöles hinzu. Ein bisschen lassen wir übrig. Wie gesagt, das wird gleich so eine Art Topping. Dann pressen wir den Saft einer halben Zitrone rein. Achtet nur darauf, dass ihr keine Kerne dort mit hineinspült. Die beißen sich schlecht. So schaut es dann aus. Geben noch etwas Pfeffer nach Geschmack dazu. Das ist jetzt hier wirklich eine ganz, ganz schnelle Nummer. Wir geben Salz nach Geschmack dazu. Schnappen uns irgendwas zum Umrühren, damit die Kalamari schön ummantelt sind von der Marinade. Und stelle dann die Kalamari, so wie sie gleich hier zu sehen sind, so für 30 Minuten in den Kühlschrank. Vorher geben wir aber die Petersilie schon mal ins Öl. Wie gesagt, rühren wir um und geben wir beim Servieren dann noch später frisch darüber. So, nach 30 Minuten Marinierzeit im Kühlschrank haben wir jetzt eine Pfanne. Da oben könnt ihr es sehen, es dampft. Und dann geben wir die Kalamari rein. Für Grillfans das gleiche funktioniert genauso auf dem heißen Grill. Ich mache das jetzt hier in der Pfanne. Für mich ja ebenso prima, aber wie gesagt, auf dem Grill auch eine ganz, ganz tolle Sache. Das Ganze geht jetzt super, super schnell. Wir ja, wenden nur mal unsere Kalamari darin. Da der Sud verschwindet auch schon ganz leicht. Kurze Zeit später schaut es dann schon so aus und dann ist auch das Ganze schon fertig. Können wir zum Anrichten gehen. Tolle, tolle Snackbeilage hier. Jetzt mal auf einem Teller drapiert, damit man sich das ansehen kann. Auf dem Grill würdet ihr jetzt noch diese typischen Grillstreifen produzieren, wenn ihr das möchtet. Geben dann das besagte ja, Petersilien-Olivenöl dort noch drüber. Bisschen zur Garnitur und schmeckt natürlich auch lecker. Und am Ende bleibt mir wie immer nur zu sagen, Bon Appetit!